Diese Roboterfräse entfernt die letzten Wurzelreste der Eschen. Trotz jungem Alter mussten die Bäume das Zeitliche segnen. Sie sind vor 20 Jahren gepflanzt worden. Die Bodengegebenheiten machten den Eschen aber zu arbeiten. Der Daniel Nussbaumer, Baumpfleger der Stadt Biel, erklärt. Dann hat man die Eschen gewählt für einen Boden, wo man das Problem schon kennt vom Grundwasser. Und die Esche ist eigentlich ein Baum, der im Wasser sehr daheim ist. Da hat man das Gefühl gehabt, das ist der richtige Baum. Aber das Grundwasser ist hier immer höher geworden, der Grundwasserspiegel. Dazu kommt das Eschentriebsterben. Eine Baumkrankheit, die sich seit 2008 in der Schweiz ausbreitet. Die Krankheit sorgt bei Eschen für Verlust der Blätter oder zu einer Verformung der Baumkrone. Wie bei der Esche hier im Bild. Also wir haben hier eine Vitalität zwischen 40% und 60%. Eschen, die verhockt sind, die einen sehr grossen Dürrholzanteil haben. Dementsprechend gibt das wieder ein Risiko für die Verkehrssicherheit, wo wir auch dem gerecht werden müssen. Wenn die Bäume krank sind und zu einer Gefahr werden, ist es die Aufgabe von Daniel Nussbaumer und seinem Team, die Bäume zu ersetzen. Wegen der Bodengegebenheiten sind die Nachfolger der Bäume keine Eschen mehr. Das sind Zeltis, die wir nehmen. Das ist ein Zirkelbaum. Das ist ein Baum, der im Mittelmeerraum daheim ist. Wir nehmen immer ein bisschen mehr Bäume in unserer Gegend, wo die Wärme, wo die Abstrahlung der Fassaden, Sonnenabstrahlung und so, die hitzeresistent werden und die auch mit dem Boden dementsprechend leben können. Rund 3'500 Franken kostet es, einen kranken Baum wegzunehmen und einen neuen zu pflanzen. Nachher kommt die weitere Pflege für das Leben dieses Baums. Im November kommen die neuen Seltis in die jetzt noch leeren Flächen.